Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr es im Thumbnail schon erkannt habt und vielleicht auch im Titel des Videos, möchte ich heute nochmal ein Unboxing mit euch machen. Aber ein anderes als sonst. Sonst mache ich ja mit euch so ein Bücherbüchse oder Chest of Fandoms Buchbox Unboxing oder eben ein Wichtelpaket Unboxing. Aber manchmal hat man als Blogger auch das Glück und fragt ein Buch beim Verlag an und kriegt dazu eine komplette Buchbox. Also keine, die von außenstehenden Unternehmen zusammengestellt wurde, sondern eine, die der Verlag extra für das Buch hat anfertigen lassen oder selbst angefertigt hat, je nachdem wie die Kapazität ist. Und genau so eins habe ich bekommen und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es daran vielleicht schon erkennt, von One. Die gehören ja zu Bastei Lübbe, wo auch Lux dazu gehört und so. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch erkennt, aber im Laufe des Videos wird das Buch irgendwo hier in dieser Box auftauchen und dann zeige ich es euch. Hier ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Die Autorin steht vorne drauf. Der Titel steht an der Seite. Es wäre jetzt aber viel zu einfach, ihn euch zu zeigen. Deshalb würde ich sagen, ich mache es wie immer beim Unboxing. Ich lasse das Paket hier hinten stehen und greife einfach blind hinein. Bei solchen Buchboxen bin ich immer total gespannt, was der Verlag oder bei Self-Publishing auch einfach Autor oder Autorin selbst sich überlegt hat, um hineinzutun. Und dann, wenn man das Buch gelesen hat, zu schauen, okay, welchen Zusammenhang haben die Artikel, die in der Box sind, zu der Geschichte des Buches. So, das war jetzt aber genug. Bla bla. Okay, das Buch liegt direkt oben drauf. So, wir haben einmal ein Lesezeichen. Tauche ein in den fantastischen Abschluss der Firelight-Dilogie. Viel Freude beim Lesen wünscht dir dein One-Team. Also, muss man vielleicht auch dazu sagen, es ist der zweite Band einer Geschichte. Und es ist gar nicht so viel drin. Es ist tatsächlich nur das Buch drin. Das dachte ich, ich kann hier ein riesen Unboxing mit euch machen. Aber nein, es ist, wie gesagt, der zweite Band der Firelight-Reihe von Dana Swift. Und da lese ich euch auch gleich noch den Klappentext zuvor. Und wir haben hier einen, was ist es denn, einen Aufsteller. Ich bastel das mal schnell hier zusammen. Das ist anscheinend Buchregaldeko, würde ich jetzt fast behaupten. Dum, 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 dum. Die Frau, die sich den ganzen Tag kreativ austobt, kriegt so eine blöden Pappaufsteller zusammengebaut. So, wir haben es gleich. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. So. Schwere Geburt. So sieht das Ganze aus. Die Magie der Farben. Protagonisten. Wenn ich das richtig weiß, ist das das Cover zum ersten Band und das dann eben das Cover zum zweiten Band. So, ich glaube, da ist nämlich sonst, außer, ich mache hier alles kaputt, außer ein bisschen Füllmaterial nichts drin. Ich wollte euch jetzt so ein wunderschönes Unboxing zeigen hier, aber dann machen wir es einfach anders und quatschen noch ein bisschen über das Buch. Natürlich kann ich euch nicht den Klappentext zum zweiten Band vorlesen, aber ich werde euch gleich den zu Band 1 vorlesen, damit ihr überhaupt mal wisst, um was es in der Geschichte geht. Cast in Firelight heißt der erste, by the way. Adra ist die Thronerbin des Landes Belvoir, eine talentierte Magierin, die sich ihrem Volk beweisen möchte. Jatin wird einmal der König des Nachbarlandes Naupur werden. Die beiden wurden einander als Kinder versprochen. Doch als nun Kriminelle in Belvoir plötzlich nach der Macht greifen, kreuzen sich ihre Wege schon früher als geplant. Jedoch erkennen sie einander nicht, weil sie sich zu ihrem eigenen Schutz als jemand anderes ausgeben. Maskiert und unter falschem Namen schließen sie sich zusammen, um unerkannt ihre Länder zu retten. Und während sie ihre wahren Identitäten voreinander verbergen, müssen sie lernen, dem anderen zu vertrauen, wenn sie das wahre Übel besiegen wollen. Ich habe damals den ersten Band kurz nach Release direkt gelesen, weil ich sowohl das Cover als auch den Klappentext sehr, sehr ansprechend empfunden habe. Zuerst dachte ich, es ist ein
ja, klassisches Jugendbuch und es wäre nichts für mich, aber irgendwie, ich habe es gesehen und dachte, das musst du jetzt mitnehmen. Hab den Klappentext gelesen und dachte, okay, ja, das ist ganz sicher was für mich. Und ich kann euch sagen, es war für mich ein absoluter Page-Turner. Ich fand die Dialoge zwischen den beiden super schön. Es war nicht so extrem schnulzig oder auch so, ich sag mal, das hört sich mal so negativ an, so kitschig jugendlich. Also es waren wirklich schöne Dialoge und schöne Diskussionen auch zwischen den beiden Charakteren, die ich auch unheimlich genossen habe. Außerdem gibt es ein super interessantes Magiesystem in dieser Welt, das auch auf Elementarmagie zurückgreift, was ich sowieso immer sehr, sehr spannend finde. Und was ich auch besonders schön fand, ist die Tatsache, dass die Charaktere hier absolut mit Macken versehen wurden. Also das ist ja sowas, das stört mich bei ganz vielen Büchern, dass die Protagonistin als kleines Mädchen gegebenenfalls anfängt und sich dann im Buch entwickelt. Ja klar, es muss eine Entwicklung her, aber am Schluss ist es dann so, dass die Charaktere total perfekt sind und die Besten der Besten und ja, Naturtalente etc. Das ist hier nicht so. Hier sind die Charaktere einfach mit Makel versehen und die haben es im Endeffekt auch für mich ausgemacht, die Charaktere in einem positiven Licht zu sehen und auch begeistert von ihnen zu sein. Für mich war es damals tatsächlich das erste Buch, das ich von der Autorin gelesen habe. Das ist für mich ja immer ganz spannend zu sehen, weil ja, es gibt eben nur eine 50-50-Chance. Entweder gefällt dir der Schreibstil oder er gefällt dir nicht. Und als der One Verlag dann gesagt hat, so, es kommt jetzt Band 2, da habe ich direkt in die Tasten gehauen und habe gesagt, ja, ich hätte gerne eine Möglichkeit, dieses Buch als Rezensionsexemplar zu bekommen und war dann auch sehr froh, dass ich es auch bekommen habe. Für dieses Schätzchen muss ich mir jetzt natürlich einen Platz suchen, beziehungsweise auch für dieses Schätzchen. Ich habe Band 1 nämlich aktuell tatsächlich verliehen und habe aber letztens mein Bücherregal zu einer Nacht-Nebel-Aktion umgeräumt. Und jetzt müsste ich für beide nochmal einen neuen Platz suchen. Ja. First World Problems nennt man sowas, glaube ich. Aber wenn ich schon sowas geschenkt bekomme, dann würde ich das auch tatsächlich gerne zu den Büchern ins Regal stellen, weil das wirklich so eine, ja, Buchregal-Deko ist, die man sonst eigentlich so nicht hat. Wie immer bei meinen Videos packe ich euch natürlich beide Bücher, also Band 1 und Band 2, in die Infobox. Da gibt es den Link zu Thalia und zu Amazon. Es war jetzt ein etwas anderes Unboxing, wie ich es eigentlich mit euch geplant hatte, aber ich dachte, da sind noch ein paar Goodies drin, wie, keine Ahnung, Stifte oder irgendwelche kleinen Gedönse, Kerzen oder sonstiges, was eben zum Buch passt oder irgendwas, was auf die Elementarmagie abzielt. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber so haben wir einfach ein bisschen über das Buch gesprochen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Habt's fein und bis bald. Tschüss!